Hallo, liebe Astro-Rebellin, lieber Astro-Rebell. Willkommen zurück zu deinem astrologischen Kanal auf YouTube. Bevor ich mit dem Thema dieses Videos starte, möchte ich diejenigen darauf hinweisen, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dies jetzt zu tun, sodass diesem Kanal 10 Stern Astrologie sich weiterentwickeln kann und womöglich viele Menschen erreicht. Lieber Krebs, du beginnst den Monat mit einem neuen Mond in Widder. Du wirst dir im Laufe Aprils neue wichtige Ziele setzen. Du solltest eine wichtige Angelegenheit mutig und zielstrebig anpacken. Wenn du weiter im April zögerst und ein Verhältnis oder Situation nicht änderst, dann wird sich diese Situation weiter in die Länge ziehen. Zwischen dem zweiten und dem fünften Monatstag hast du Mars Konjunktion Saturn. Behördliche oder rechtliche Angelegenheiten können eine hervorgehobene Rolle am Anfang des Monats spielen. Themen wie Steuer, Erbe und Investition können an Relevanz gewinnen. Danach am 5. des Monats hast du Venus in Fische. Bis 2. Mai wirst du viel unterwegs mit jemandem sein. Gefühle in Verbindung mit dem Thema Familie werden sich intensivieren, dadurch, dass eine Situation vorhanden ist, die nicht leicht ist. Zwischen dem 6. und dem 8. Monatstag hast du Merkur Sextil Mars. Du wirst fleißig an einer Sache arbeiten, die viel Aufmerksamkeit auf die Details erfordert. Sport und körperliche Betätigung sind begünstigt. Zwischen dem 9. und dem 10. des Monats hast du Merkur Quadrat Pluto. Jemand in deiner Nähe kann keine guten Absichten oder ist nicht vertrauenswürdig und das dürfte dir an diesen Tagen bewusst werden. Danach am 11. hast du Merkur in Stier. Bis Ende Juni arbeitest du fleißig an deine selbstständige Entfaltung und am 12. ergibt sich eine Konjunktion zwischen Jupiter und Neptun. Du solltest dich von Gefühlen alleine nicht führen lassen, ansonsten wirst du dich überschätzen und eine Entscheidung treffen, die nicht richtig ist. Zwischen dem 13. und dem 14. hast du Sonne Sextil Saturn. Es wird dir gelingen, mit einem Thema abzuschließen, das dich seit langem beschäftigt hat. Manche Beziehungen können problematisch werden. Und am 15. da hast du Mars in Fische. Bis 24. Mai können eine Ausbildung oder Fortbildung wichtig für deine Weiterentwicklung sein. Du wirst jegliche emotionale Verbindlichkeiten, die nicht auf Ehrlichkeit und Empathie beruhen, in Frage stellen. Und am 6. hast du einen Vollmond in Waage. Eine wichtige Veranstaltung, Klassentreffen, Geburtstag etc. steht an. Deine Wohnsituation, lieber Krebs, kann sich bald verändern. Zwischen dem 17. und dem 19. hast du Sonne Quadrat Pluto. Jemand kann ein respektloses oder hemmungsloses Verhalten zeigen. Eine gewisse Spannung wird in der Luft sein. Und am 20. da haben wir dann die Sonne in Stier eingetreten. Das bedeutet, bis 20. Mai kann deine langfristige finanzielle Sicherheit davon abhängig sein, welche Kontakte du hast und findest. Danach zwischen dem 21. und dem 27. April hast du Venus-Konjunktion Neptun. Es wird eine Herausforderung sein, von einem Menschen Abstand zu nehmen. Eindringlichkeit soll vermieden werden. Am 29. da haben wir eine besondere Konstellation, denn Pluto geht rückläufig in Steinbock. Das bedeutet, bis 2023 können folgende Themen wichtig sein: das Beenden einer Beziehung oder eines Arbeitsverhältnisses und auch das Thema Rechtssachen kann in den Vordergrund treten. Und dann am 30. April, da hast du Sonnenfinsternis in Stier.
Während der nächsten 6 Monaten wird plötzlich eine Veränderung in deinem Leben kommen und diese wird dich dazu bringen, dein Leben in eine neue Richtung zu lenken. Und wenn du wissen möchtest, um welche Veränderung es sich hier handelt und wie diese Veränderung verläuft, ja, dann kannst du gerne eine Beratung jetzt bei mir buchen. Ich wäre sehr froh, dich bei den verschiedensten Lebenssituationen zu unterstützen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Viel Glück im April und bis zum nächsten Video.